Wenn wir aber den guten Narzissten auf die Bühne stellen, den empathischen Narzissten, der ein selbstbewusster Mensch ist, der sich seines Wertes bewusst ist und der aber auch sich des Wertes der anderen bewusst ist, dann ist das ein Mensch, der andere mitreißen kann und sie empathisch auch abholen kann und auch in einen Bann ziehen kann, der aber nicht missbräuchlich ist, sondern der interessiert ist. Mut zur Stimme. So sprichst du mit Wumms. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst. Heute mit der spannenden Frage: Braucht man Narzissmus für die Bühne? Muss man so ein kleines bisschen narzisstisch sein, um auf einer Bühne oder in Videos, in Social Media gut sprechen zu können und gut rüberzukommen? Ja, diese Frage beantworten wir heute mit Dr. Britta Papay. Hallo Britta. Hallo liebe Anne, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Britta ist Narzissmus-Expertin und ich freue mich unheimlich, dass du heute da bist. Leider ist Crystal heute wieder nicht dabei. Aber Britta, wir werden ein spannendes Gespräch darüber führen, was Narzissmus überhaupt ist, was es mit sich selber zeigen und auch die Stimme erheben zu tun hat und ob es vielleicht sogar gut ist, ein bisschen narzisstisch zu sein. Ja, Britta, unbedingt. Du sagst von dir selbst, du bist Narzissmus-Fan. Das finde ich unglaublich spannend, denn Narzissmus hat ja eigentlich so einen negativen Leumund, ne? So ganz schlechten Ruf. Ja, ganz schlechten Ruf. Ja. Wie wird man denn Narzissmus-Fan? Wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, dass man Narzissmus-Fan wird, indem man selbst Narzisst ist und das auch weiß. Mhm. Und auch dazu steht. Und die Frage ist aber, was für ein Narzisst ist man? Und das ist die ganz wichtige Unterscheidung, denn es gibt aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, da bin ich mit ein paar Experten einer Meinung, es gibt den guten Narzissmus und es gibt den schlechten Narzissmus. Und der gute Narzissmus, den dürfen wir haben und auch behalten. Erzähl mir, das möchte ich jetzt wissen. Ja, Narzissmus hat ja diesen schlechten Leumund anhand eigentlich, das hängt von zwei Faktoren ab. Das eine ist, in der Psychoanalyse und der Psychiatrie des vorletzten Jahrhunderts, also in Zeit des letzten Jahrhunderts, in Freud-Zeiten, stand das gleich auch so ein bisschen mit Hysterie, ne? Narzissmus und Hysterie und als schon damals als Persönlichkeitsstörung im Prinzip identifiziert. Und dann gibt es ja die Sage von Ovid, von dem Dichter, mit dem Jüngling Narziss, der so selbstverliebt war und sich immer in seinem Spiegelbild im Teich bewundert hat und unglaublich selbstverliebt war, so sehr, dass er immer näher ranging an dieses Spiegelbild im Teich und eines Tages in seiner eigenen Selbstliebe ertrank. Und die Moral der Geschichte ist, siehst du, Narzissmus ist schlecht. Ja? Ja. Daher kommt das. Und Narzissmus hatte noch nie einen guten Leumund und ist jetzt besonders, ich weiß gar nicht, ob das nur so ein Modebegriff ist, es ist aber tatsächlich eine narzisstische Epoche, in der wir leben. Die hochindividualisierte Gesellschaft, in der ich zählt, in der die Selbstentfaltung, der Individualismus, es wird ja auch in der kapitalistischen Gesellschaft gefördert, es wird in unserer gesamten Gesellschaft heute, zumindest in der westlichen, dieses narzisstische Bild einfach auch gefördert. Ja, ich komme daher und bin toll und großartig. Ja. Soweit so gut eigentlich, wenn wir uns in einem gesunden Rahmen bewegen. Und das entscheidende, der entscheidende Kipppunkt zwischen dem guten und dem schlechten Narzissmus ist die Empathiefähigkeit. Ja, ein empathischer Mensch kann kein schlechter Narzisst sein. Nur der unempathische Narzisst kann der schlechte Narzisst sein. Und das ist einer der Kriterien, nach denen auch im ICD-10, jetzt ICD-11, also im Katalog der Erkrankungen, der auch der Störung, der psychischen Störung, der Narzissmus unter anderem als
oder eine der, der Merkmale ist eben eine absolute Empathielosigkeit. Mhm. Und wenn ein Mensch empathielos ist, muss er nicht unbedingt Narzisst sein, der kann dann auch noch andere Aspekte haben, aber ein Merkmal einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also im psychiatrischen Sinne, ist ein starker, massiver Empathiemangel, gepaart dann noch mit ganzen anderen Aspekten. Aber das ist so der wichtige Scheidepunkt. Ist ein Mensch empathisch oder ist er das nicht? Ist er echt empathisch oder nicht? Weil auch der schlechte Narzisst ist sehr geschickt darin, Empathie vorzutäuschen. Mhm. Ja, wenn man dir zuhört, dann merkt man schon, du kennst dich aus, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern du bist auch Psychotherapeutin, richtig? Ja. Genau. Und kannst du Menschen, die ein Störungsbild haben, Narzissmus, kannst du denen Empathie beibringen? Kann man das lernen? Ja, also man muss dazu sagen, dass in der Regel die Hilfe eines Therapeuten oder eines Coaches nur gesucht wird von den Opfern. In Anführungsstrichen, vielleicht kommen wir noch dazu, das mit der Opferthematik ist nochmal eine Welt für sich, aber Menschen, die sich betroffen fühlen, weil sie einen narzisstischen Partner haben, eine narzisstische Mutter, Vater, Chef, Freundin, Kind, die kommen und suchen Hilfe und sagen, Hilfe, ich bin Opfer. Ja? Die Person, die selbst eine starke narzisstische Struktur hat, also eine, das, wir werden ein bisschen differenzieren müssen, eine grandiose oder zumindest der so daherkommt als offenkundiger Narzisst, sucht sehr selten Hilfe, weil diese Menschen betrachten sich nicht als therapiebedürftig. Die sehen die Verantwortung und die Schuld für Dinge, die nicht gut laufen, auch für Beziehungen, die nicht gut laufen, immer sowieso nur beim anderen. Hm. Ja? Wenn aber, und das kommt vor, und ich habe einige Patienten, Klienten, die starke narzisstische Strukturen haben und die kommen und Hilfe suchen, ja, Empathie kann gelernt werden, auch hier in Anführungsstrichen, weil ich zumindest davon ausgehe, dass keiner als Narzisst geboren wird, sondern dass diese narzisstische Struktur in der Entwicklungs-, in der frühkindlichen Entwicklungsphase entsteht und ein Mangel an Empathie nichts anderes ist als eine Maske, ein Schutzschild. Wenn ich bereit bin, meine verletzlichen Anteile kennenzulernen und zu verstehen, warum bin ich Narzisst oder Narzisstin? Warum bin ich so geworden? Wovor muss ich mich schützen? Dann kann ich in dieses tiefe Gefühl von Selbstliebe und Mitgefühl gehen. Das ist ein Prozess und auch kein leichter, aber es geht. Das ist eine wunderbare Nachricht für alle, die den Verdacht haben, dass sie vielleicht selber damit zu tun haben. Lass uns mal die davon betroffen sind als Komplementärnarzissten, als Partner, als was auch immer, zu wissen, ja, es gäbe Heilung. Ja. Ihr fordert aber die Bereitschaft, die Einsicht, die Erkenntnis. Ich brauche da Unterstützung und ich möchte eine Veränderung. Ich möchte nicht mehr Beziehungen, die immer kaputt gehen. Hm. Zum Beispiel. Lass uns mal über die Bühne sprechen. Ja. Ich kam auf die Idee, überhaupt dieses Thema reinzubringen, weil ich ein Buch gelesen habe mit dem Titel Reden von Maud Winkler und Anka Komischow. Und in diesem Buch unterscheiden die beiden Autorinnen den narzisstischen und den humanistischen Vortragsstil. Und so ganz grob gesagt ist der narzisstische Vortragsstil von Personen repräsentiert, die auf der Bühne stehen und glänzen wollen. Und wo man von außen schon sieht, aha, der hört sich gerne reden. Und der findet sich selber total toll und deshalb steht er auf der Bühne. Und der humanistische Redestil, da geht es mehr um den Zuhörer und eine Verbindung herzustellen zum Zuhörer, so ganz grob gesagt. Und das fand ich, also als ich es gelesen habe, habe ich schon gedacht, es ist eigentlich so ein bisschen gemein, diesen narzisstischen Menschen gegenüber, weil es einfach schon sehr abgewertet wird in dem Buch. Also es gibt eigentlich nichts Positives an diesem narzisstischen Vortragsstil.
Und deshalb wollte ich das gerne mal mit dir diskutieren. Also ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich so ein bisschen Narzissmus in mir trage, um überhaupt mich gerne auf die Bühne zu wagen? Wie siehst du das? Also ich würde diesen Autoren sehr gerne sehr vehement widersprechen. Ja. Teile diese Ansicht nicht. Mhm. Also, jein. Der unempathische Narzisst, der Bilderbuch-Narzisst, nehmen wir jetzt mal wieder unseren beliebten Donald Trump, der mhm. immer missbraucht wird für diese Beispiele, der geht auf die Bühne, um sich selbst zu profilieren und um sich selbst reden zu hören und um andere zu manipulieren und in seinen Bann zu ziehen. Wenn wir das so betrachten, dann ist dieser narzisstische Vortragsstil mit Sicherheit nicht schön und auch nicht gut. Wenn wir aber den guten Narzissten auf die Bühne stellen, den empathischen Narzissten, der ein selbstbewusster Mensch ist, der sich seines Wertes bewusst ist und der aber auch sich des Wertes der anderen bewusst ist, dann ist das ein Mensch, der andere mitreißen kann und sie empathisch auch abholen kann und auch in einen Bann ziehen kann, der aber nicht missbräuchlich ist, sondern der interessiert ist. Also wenn ich meine Workshops mache zum Beispiel, meine Narzissmus-Workshops natürlich, dann habe ich eine Gruppe, mit der ich arbeite, vor der ich spreche und ich merke ja, bei mir macht mein Rampensaugehen, macht dann plötzlich zack und dann bin ich angezündet und bin auf der Bühne und dann habe ich unfassbar viel Spaß bei dem, was ich tue. Aber ich weiß, wie ich die anderen mitnehmen kann, damit sie sich öffnen und mir ihre Welt zeigen und ihre Gefühle. Und das interessiert mich. Ja? Und das ist der Unterschied zwischen dem narzisstischen und dem humanistischen Vortragsstil oder dem narzisstischen und humanistischen Lebensbild, Weltbild, ob mich die anderen interessieren oder nicht. Ja. Und du kannst auch. Ja. Und du kannst auch, wenn du ein bisschen Narzissmus in dir trägst oder Anteile hast, kannst du diesen humanistischen Vortragsstil pflegen, also wirkliches Interesse am Zuhörer haben. Ja. Was also ich gerade schön fand, Entschuldige. Ja, der Grund, warum ich das mache, ist, und nicht nur, weil ich Spaß dran habe und den Menschen sagen will, erzählen will, was ich alles weiß und kann, sondern weil ich wissen will, wie ihre Geschichte ist, ja. Ja. Und wie sie sich selbst heilen können. Und das kann ich ja nur einem Menschen zeigen, wie du dich heilen kannst, wenn ich deine Geschichte höre und weiß und sie mich interessiert. Ansonsten funktioniert das ja gar nicht. Ja. Ansonsten sind es ja nur leere Worthülsen. Ja. Dann schwadroniere ich. Aber das ist was anderes. Mhm. Das ist der Unterschied, ne? Das ist vielleicht auch das, was man dann als Zuschauerin wahrnimmt, diese leeren Worthülsen, das Schwadronieren, das ist dann, was wirklich nervt, wenn man denkt, stehe mir nicht meine Zeit da oben, ne? Oder hast du wirklich Interesse an mir? Wenn du einen Vortrag hörst, was auch immer auf der Bühne, egal was es ist, und du fühlst dich berührt, dann spricht da kein Narzisst. Zumindest kein schlechter. Genau. Es sei denn, du bist vielleicht ein glühender Republikaner in Amerika und Trump-Anhänger und merkst sowieso selber gar nichts. Ansonsten ist in dem Moment, in dem Berührtheit entsteht, ist Verbindung da. Und wenn Verbindung da ist, und die kann nämlich der Narzisst, der schlechte Narzisst nur, ja, der kann die auch herstellen, aber manipulativ. Das ist dann nochmal wieder... Die Manipulation ist auch ein sehr kraftvolles Instrument tatsächlich. Du kannst auch Berührtheit durch Manipulation herstellen. Aber das entlarvt sich irgendwann. Das spürt man, ne? Ja, vielleicht spürt man es nicht gleich, weil wenn man es gleich spüren würde, dann würden die Menschen nicht in Liebesbeziehung mit Narzissten gehen. Weil am Anfang ist der Höhenflug ja so grandios und du denkst, oh, ich wurde noch nie so auf Händen getragen von jemandem wie von dieser Person. Ja. Aber die Maske fällt schnell. Meinst du, man kann das denn merken, wenn man von einem Redner manipuliert wird? Wie merkt man das? Aber ich weiß nicht, ob jeder das merkt. Aber ich habe ja auch dieses geschulte Ohr und Auge. Und letztens fragte mich ein neuer Klient,
der mit ganz anderen Themen kam, fragt, ob ich jetzt immer nur Narzissmus überall sehen würde. Und ich sage, nein, da wo keiner ist, sehe ich auch keinen. Also, wenn kein Narzissmus da ist, dann sehe ich auch keinen Narzissmus und dann muss ich sie auch nicht therapieren in der Richtung, wenn das kein Thema ist. Also, ja, man kann drauf reinfallen. Und ich glaube auch, also ich kenne das auch, ne? Also ich merke auch, glaube zu merken, wenn ich manipuliert werde. Und manchmal muss ich sagen, lasse ich mich auch ganz gerne manipulieren. Ne? Genau. Also das gehört eben auch dazu, wenn man einfach einen richtig guten Verkäufer zum Beispiel, der einem irgendwas andrehen will, da merke ich. Theater, ne? Wenn ich ins Theater gehe und ein Theaterstück auf der Bühne sehe, oder im Ballett, ich bin so großer Ballettfan, wenn ich in meinem John Neumeier Ballett sitze und mir die Tränen laufen, dann weiß ich, diese Menschen da auf der Bühne, die machen ihren Job, die performen und die berühren mich durch ihre Performance. Wie die dann privat sind, keine Ahnung. Ja. Aber das ist ja in dem Moment auch deren Aufgabe. Ja. Ja, das ist immer die Frage, bin ich auf der Bühne, also zu welchem Zweck? Bin ich da, um die Menschen für irgendwas zu begeistern, damit sie am Ende irgendwas unterschreiben oder was kaufen oder sich für ein Projekt engagieren oder was auch immer? Oder bin ich auf der Bühne, um mich selbst mitzuteilen, zu zeigen? Ja, also. Das finde ich nochmal eine ganz spannende Frage. Ich glaube, in dieser Frage liegt ganz viel drin. Was ist denn der höhere Sinn in dieser Situation? Also, wenn du auf der Bühne stehst, willst du Menschen helfen, wie du in deinen Workshops? Ja. Und für mich ist es häufig auch ein Interesse an den Menschen. Ich möchte diese Menschen kennenlernen und eine schöne Zeit mit denen haben und dass wir alle bereichert rausgehen. Das ist das Ziel. Und vielleicht hat ein schlechter Narzisst ein anderes Ziel. Also der möchte seine eigene Großartigkeit bestätigt haben. Der möchte auch Geld verdienen vielleicht. So. Das ist ja legitim. Ne? Ja. Aber was den grandiosen Narzissten oder sagen wir mal, was den manipulativen, den schlechten, das ist immer ein Tüdelchen, ne, diesen schlechten Narzissten kennzeichnet, ist außer der Empathielosigkeit, also der Unfähigkeit, wirklich den anderen zu fühlen und zu spüren, ist es auch die manipulative Absicht. Also der grandiose, schlechte Narzisst ist so geworden, um auf der Welt irgendwie zu bestehen. Ja. Und hat sehr früh gelernt, ich werde geliebt, gesehen, anerkannt, nur wenn ich das, das oder das tue. Und es ist entweder, dass ich besonders gut in der Schule bin, besonders erfolgreich, besonders toll, mutig, stark oder besonders anpassungsfähig, besonders lieb, besonders hübsch, besonders nett bin. Ja. Und diese erlernten Muster führen zu der Entwicklung dieser sogenannten narzisstischen Maske, dieses falschen Selbst. Ich werde als Mensch nicht geliebt für das, was ich wirklich bin. Ja. Ja? Für die kleine Jule, der kleine Hans, der ein kleines, zartes Wesen ist, unbescholten noch, unbeleckt, das aber früh lernt, dafür werde ich aber nicht geliebt. Ich werde geliebt dafür, dass ich brav bin, lieb bin und so weiter, all das. Und das bedeutet, ich eigne mir eine Maske an. Ich lege mir ein falsches Selbst zu. Das ist die Basis für die Entwicklung der narzisstischen Struktur, so wie wir es heute vermuten. Ja, also das sind jetzt wissenschaftliche Vermutungen. Genetik, Herkunft spielen eine große Rolle. Wie stark wirklich Gene, also richtig wirklich Genetik eine Rolle spielt, wissen wir noch gar nicht so genau. Da bin ich auch gespannt, was die nächsten Jahre da so in der Erforschung bringen. Da passiert ja unglaublich viel gerade. Ja. Ich würde aber gerne nochmal zurück zur Bühne und zu dem, was wir vielleicht auch von Narzissten lernen können. Also schön fand ich die Stelle, die du eben genannt hast, dann springt dein Rampensaugen an. Das fand ich so einen schönen Ausdruck. Ich glaube, ich kenne das Gefühl, wenn es dann losgeht und ich gehe auf die Bühne, mir geht das so ein Gefühl von Weite. Also für, ja, jetzt, genau. Ja. Ich habe mich da schon öfters mal mit KlientInnen drüber unterhalten, die sagen, ja, bei mir passiert das Gegenteil, ich will dann einfach nur weg. Ne? Und für mich ist die Bühne wirklich so ein Gefühl von, Raum und ich darf ihn bespielen und irgendetwas in mir geht auf. Fühlt sich das für dich auch so an? Ja, unbedingt. Also da ist auch immer eine Aufregung da und auch immer ein bisschen so ein
Performance-Druck schon, aber das ist diese Art von Aufregung, die aus mir zum Beispiel das Beste rausholt. Mhm. Also als ich bei das auf dem roten Sofa saß im Dezember, ich habe mir die ganze Zeit in die Hose gemacht. Ja, ich war so unfassbar aufgeregt. Und trotzdem weiß ich, das wurde mir ja auch gespiegelt danach, man hat es wohl auch nicht so gemerkt oder gar nicht, aber ich wusste, das, was ich da erzähle, das war ja auch natürlich zu diesem Thema, das ist so dermaßen wichtig für mich und ich kann das einfach gut rüberbringen. Ja. Und da ist diese Energie da, ich habe der Welt etwas zu sagen. Ja. Bitte hört mir zu, es ist wichtig für euch. Ja. Ich habe ja neulich mit Lena Noah gesprochen, die hatten wir auch bei uns im Podcast, eine Autorin, die über Introvertiertsein schreibt. Mhm. Und sie sagt auch, das, was ihr hilft, als Introvertierte über diese Aufregung hinüberzugehen und trotzdem zu reden, ist genau das, ich habe der Welt was zu sagen und das ist wichtiger als meine Aufregung in diesem Moment. Ja. Würdest du das auch so beschreiben? Unbedingt. Es gibt ja auch einen ganz wichtigen Aspekt, der in der ganzen Narzissmusforschung auch noch so ein bisschen wenig beleuchtet ist. Das ist mein Thema. Darüber werde ich jetzt auch oder habe begonnen, ein Buch zu schreiben. Mhm. Der Zusammenhang zwischen Narzissmus, zwischen Traumatisierungen und aber auch zwischen Hochsensibilität und Introvertiertheit. Mhm. Also meine Tochter, meine Jüngste, die auch selber hochsensibel ist, hat mal gesagt, dieser Satz, der ist bei mir so eingebrannt, Mama, hochsensible Menschen müssen Narzissten werden, sonst werden sie da draußen überrannt. Ach, das ist ja spannend. Eine ganz spannende These. Seitdem beschäftige ich mich auch schon seit einigen Jahren damit. Und das ist mir bestätigt worden durch viele andere hochsensible Menschen, mit denen ich mich auch im Kollegenkreis beschäftige und auch unterhalte, dass viele hochsensible Menschen, die Hochsensibilitätsforschung ist ja auch noch jung, ne, erst seit einigen Jahrzehnten, da gibt es in Amerika die Elaine Aron, die da eine große Vorreiterin ist und ein paar gibt es auch hier in Europa. Viele hochsensible Menschen wachsen mit dem Gefühl, oft falsch zu sein, weil sie so sehr viel spüren und auch dann zum Teil auch introvertiert sind. Und die eignen sich dann narzisstische Strukturen an. Und da sprechen wir nicht von einer Persönlichkeitsstörung, sondern von narzisstischen Persönlichkeitsstilen und Strukturen, um da draußen bestehen zu können. Was sind das für Strukturen, Britta, konkret? Also wenn wir von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen, dann ist das Hauptmerkmal diese absolute Empathielosigkeit. Und danach kommt noch der Rest, die anderen ausnutzen zu wollen, egoistisch zu sein, überheblich zu sein, arrogant zu sein, eine schlechte Impulskontrolle zu haben, aufbrausend und so weiter und so fort. Das ist die Persönlichkeitsstörung, ne? Auch recht klar kategorisiert. Du musst 10 Merkmale erfüllen, um diese Diagnose möglich zu machen. Die narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen und Stile sind sowieso Unterkategorien davon. Also jemand kann zum Beispiel total empathisch sein, weil hochsensibel, weil introvertiert und eignet sich aber dann so zum Schutz so Strukturen an, wie eben eine gewisse Arroganz, eine gewisse scheinbare Arroganz, scheinbare Unnahbarkeit, scheinbare Distanziertheit, so ein bisschen so, die kommt daher und so. Das ist ein Schutzschild und dahinter ist diese total zarte, super empfindsame Seele, diese Orchidee, die Angst hat, überrannt und zertrampelt zu werden. Ja. Und dann gibt es so ein paar Merkmale, die auch auf die narzisstische Struktur zutreffen, nämlich so ein gewisses Auftreten. Ich lege mir meinen Panzer zu und gehe jetzt mal auf die Bühne und tue so, als sei ich extrovertiert und narzisstisch. In Wirklichkeit bin ich aber total introvertiert und eigentlich auch so super sensibel. Ja? Und da gibt es für mich einen ganz, ganz wichtigen Zusammenhang auch, weil bis noch vor wenigen Jahrzehnten hatten die hochsensiblen Menschen nicht so viel Platz in der Gesellschaft. Also ich glaube, viele Musiker, viele Schriftsteller, viele sehr gequälte Seelen, die einen Ausdruck in der Kunst gefunden haben oder finden. Ich denke da immer an Virginia Woolf. Ja? Mhm.
sind hochsensible Menschen. Mhm. Und die können entweder in den totalen Rückzug gehen und in ihrem Kämmerlein versuchen, ihrem Wesen einen Ausdruck zu verleihen über Kunst, als Katharsis sozusagen, oder sie versuchen, in die Welt zu gehen, auf eine Bühne, weil sie was zu sagen haben und brauchen dafür diesen Schutzpanzer, ja, weil sie sonst nicht überleben. Ja, und das ist vielleicht auch eine Sache, die man tatsächlich lernen kann, ne? Also wenn wir die Frage stellen, was können wir vielleicht auch uns an narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen aneignen? Also ich finde das auch so schön, da von dir zu lernen, weil ich finde es wunderbar, wenn ein Mensch ein Tabuthema oder so ein in Schatten gestelltes Ding nimmt und sagt, ja, ich bin Narzisst und ich finde das schön. Also ich finde das erstmal so eine ganz, ganz schöne Sache, die du da der Welt gibst mit. Und damit, ja, damit kommt für mich eben auch die Frage, was ist das Gute daran, was können wir uns abschauen? Und das ist gerade was ich da so rauszuhören meine. Ein mit sich selbst liebevoller Schutz, der sagt, ich weiß, dass ich innerlich eigentlich zurück will, aber ich habe ja eine Aufgabe in dieser Welt und ich habe eine Stimme und es ist wichtig, auch damit gehört zu werden, was ich als einzigartiger Mensch zu geben habe. Deshalb nehme ich jetzt meinen Schutzschild und mache meinen Mund auf und gehe da raus und weiß, ich bin geschützt, in mir kann nichts passieren. Es kann sein, dass mich andere für arrogant halten, aber es ist vielleicht hilfreich in dem Moment. Kann man das so sagen? Unbedingt. Das hast du ganz wunderbar so zusammengefasst, so sehe ich das. Mhm. Das ist mein Weltbild. Und wenn wir was zu sagen haben, also ich war ein total schüchternes Kind zum Beispiel. Wenn ich so Fotos von mir angucke, als ich so auch 8, 9, 10, 11, 12, noch bis in die frühe Pubertät, ich war ein ganz, ganz zurückhaltendes, fast scheues Kind, auch ängstlich. Das bin ich auch immer noch. Ich bin Mensch. Dazu stehe ich auch. Das ist auch eine meiner Arbeitsfelder. Ich arbeite sehr viel mit Angstpatienten. Ich bin Mensch, der ein Leben lang schon unter Angststörungen leidet. Mhm. Ja? Und die kompensiere ich aber oder die versuche ich zu überwinden und auch ein Stück weit zu heilen, indem ich meine Angst an die Hand nehme und sage, komm, wir gehen trotzdem auf die Bühne. Mhm. Weil wir haben was Wichtiges zu sagen. Ja, also es ist Mut. An die Hand nehmen, ja, unserer verletzlichen Anteile, also das würde jetzt bedeuten, ein Einstieg in innere Anteilsarbeit und Thematik und Ego-States, aber wir haben ja so viele, ne? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wir sind sehr, sehr viele und diese verletzlichen, introvertierten, sensiblen, ängstlichen Anteile, die sie eigentlich gar nicht zeigen wollen, ja, wenn wir die mitnehmen und die integrieren, dann können wir auf die Bühne gehen. Ja, da sind wir wieder bei der Arbeit, die ich auch sehr gerne mache. Ich arbeite ja auch unglaublich viel mit inneren Anteilen. Und was mir dazu noch einfällt, ist, eine Brücke zu bauen zwischen beiden Anteilen, die vielleicht darüber hinaus wächst, dass man sagt, ich scheine so zu sein, ich bin aber eigentlich ganz anders, sondern dass man sagt, ich bin beides. Und jetzt bin ich gerade mehr das und der andere Anteil ist gerade geschützt auf dem Sofa, während die Front das da regelt mit der Bühne. Ja. Und danach hole ich meinen Anteil, der auf dem Sofa geparkt ist, wieder ab und sage, danke, liebe Front, dass du das so gut für uns gemacht hast. Ne? Ja. Und jetzt gehen wir wieder mit dem Tee aufs Sofa. Ja. Also das ist, das, was du gesagt hast, eben, das ist ganz schön und das ist ganz wichtig. Das ist die Arbeit, die wir an uns selbst sowieso, die jeder an sich selbst sowieso machen müsste, sollte unbedingt, meine ganzen inneren Anteile zu kennen. Ja? Ja. Und wir machen in dieser Ego-States-Arbeit, in der Therapie, holen wir eben die Kellerkinder, holen wir auf die Bühne. Nämlich zusammen mit den kompetenten Anteilen, die bilden Teams, weil alle haben ihre Wichtigkeit. Mhm. Ja? Und auch meine ganzen vulnerablen Anteile, auch die verletzten Anteile, die sind wundervoll, die haben eine wichtige Aufgabe. Und wenn die mit auf die Bühne geholt werden, zusammen, ja, dann ist das, dann sind wir unschlagbar. Also dann sind wir stark. Auch wenn wir verletzbar und verletzlich und verletzt sind, wir sind trotzdem stark. Und zwar indem
was unsere Aufgabe ist auf der Erde. Ja. Jeder von uns hat, finde ich, hier in der kurzen Zeit, in der wir da sind, eine Aufgabe. Und wir sind glücklich, wenn wir die finden. Ja. Und wissen, ja, dafür bin ich hier. Und ich bin für das Narzissmus-Thema auf der Welt. Das ist ja mir vollkommen klar. Ja. Und die Integration mit diesem ganzen hochsensiblen Thema noch dazu. Mhm. Ja, ich glaube auch so, das ist Mission Possible. Unbedingt. Ja, das ist echt eine gute Nachricht. Und auch meine Erfahrung, also sich selber zu erlauben, dass man die Verletzlichkeit auch sehen darf, auf eine Art, dass die klar ist, dass ich darin geklärt bin. Also nicht nur so, ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich werde sofort rot und will eigentlich weg, sondern, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich habe mich vielleicht versprochen, tut mir leid, ich brauche einen Moment, so, jetzt geht's wieder, da bin ich wieder. Und ne, also auch mit dem Fehler, scheinbaren Fehler da zu sein und auch sich dem anderen so zu zeigen oder der Welt so zu zeigen und sich dadurch glaubwürdig zu machen. Ne? Unbedingt. Und darum geht es, um diese Authentizität, diese Glaubwürdigkeit. Die spürt man doch bei Menschen, oder? Mhm. Wenn jemand auf der Bühne ist, spüren wir, ob dieser Mensch authentisch und glaubwürdig ist. Mhm. Und die narzisstische Maske verhindert, dass ich authentisch bin, weil wenn ich mich in meiner Authentizität zeigen würde, dann müsste ich ja zugeben, dass ich eine verletzte Seele bin. Das kann ein Narzisst nicht. Der weiß das nämlich. Der, die weiß das gar nicht. Ja. Der weiß nur oder nimmt wahr, dass die anderen ihn oder sie nie genügend lieben können, nie genügend wertschätzen können. Nie. Für einen Narzissten ist es nie genug. Das ist ja dieses schlimme Problem dabei. Ne? Ja, das ist eine Pflanze in einem Topf, der lauter Löcher hat unten und du gießt da oben rein. Zuwendung, Liebe, Anerkennung, was auch immer. Und es kommt nicht an, es läuft alles unten raus. Ja. Und wenn ich das aber weiß und anerkenne, dann geht es darum zu gucken, wie ich diese Löcher in diesen Topf da unten stopfen kann. Mhm. Du selber, ne? Ich selber. Ich, das ist mein Prozess. Mhm. Ja. Ja, es liegt einfach so ein Schatz in dieser Arbeit, die wir machen. Ja. Und auch, ich komme immer mehr dahin, dass als Sprecherin oder Sprecher auf einer Bühne zu stehen, diese Arbeit erfordert auf die Dauer. Also Vorträge zu halten und auch das Thema, was man in der Welt repräsentiert, authentisch zu vertreten. Das ist unglaublich hilfreich, da Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Es ist erforderlich, finde ich. Also ich glaube, dass jeder Mensch, der mit einer wichtigen Mission oder mit einer wichtigen Aufgabe raus in die Welt will, unbedingt seine ganzen Anteile kennen sollte und die Schattenseiten einfach beleuchten darf, soll, muss. Also sie aus dem Schatten zu holen ins Licht. Ja. Weil nichts und in uns die selber ist. Gut zu, mit denen gut umzugehen. Ja. Ja. Und wenn man das zum Beispiel mit dir machen möchte, Britta, wenn man vielleicht therapeutisch mit dir arbeiten möchte, wo findet man dich? Man findet mich in Hamburg-Eppendorf. Man findet mich aber natürlich auch online, weil ich auch sehr viel online arbeite, also unter meinem Namen Britta Papay, www.brittapapay.de. Ich arbeite mit Narzissmus-Themen, allerdings nur noch in Coaching-Gruppen und in Coaching-Programmen, weil ich die Kapazitäten gar nicht mehr habe für Einzelklienten tatsächlich. Und ansonsten zu anderen Themen natürlich immer in Einzelarbeit, aber auch weltweit. Ich arbeite online ganz viel. Ja. Von daher ist es leicht, mich zu finden und mich zu erreichen. Danke. Und du hast uns auch noch jemanden mitgebracht, dem du den Wumms der Woche verleihen möchtest. Der Wumms der Woche. Ja, ich möchte, dafür muss ich mir kurz das Zettelchen holen, weil ich hab mir aufgeschrieben, was die wundervolle Uli Mai. Uli Mai ist Astrologin und ich habe sie erlebt vor ein paar Tagen in einem Get-Together von Gefühlsecht. Und sie hat an dem Abend Astrologie live gemacht, der Podcast wird auch live aufgenommen. Und sie hat gesagt, es ist die Zeit, die Masken herunterzureißen. Es ist die Zeit der Entlarvung. Es ist die Zeit, das narzisstische Zeitalter zu beenden, um ein kollektives Miteinander des Mitfühlens
und des gegenseitigen Stützens zu beginnen. Ach, das ist ja eine schöne Nachricht. Und dabei hilft uns der Planet Pluto, der jetzt gerade in diesen Tagen irgendwo eingetreten ist und der jetzt für 20 Jahre das kollektive Geschehen bestimmen wird. Inshallah. War das ein riesiges Geschenk, weil ich habe gesagt, so yes, ich bin genau richtig, in 20 Jahren bin ich dann schon fast 80. Dann habe ich jetzt noch Zeit, mit meiner Mission die narzisstischen Masken herunterzureißen, zu entlarven, aber für mich im guten Sinne. Also wir dürfen weg, wir müssen nicht so kämpfen alleine. Mhm. Wir dürfen es gemeinsam tun. Und die Uli Mai kriegt den Wumms der Woche? Die kriegt von mir den Wumms der Woche. Gut, wunderbar. Hat die ein Buch geschrieben zufällig, wo man noch mehr über die erfahren kann? Weißt du, dass ich das gar nicht weiß? Ach, wir verweisen einfach auf Gefühlsecht. Das wollte ich eh noch machen, denn für alle von euch, die zuhören, die den Podcast noch nicht kennen, das ist ein Podcast, über den Britta und ich uns auch kennengelernt haben. Wir waren beide zu Gast bei Kathi und Caesar bei Gefühlsecht. Mhm. Und da haben wir uns auch auf einem Get-Together kennengelernt. Also ich da gerne jetzt, mal bei Uli Mai. Du bist wieder da? In 3 Wochen, um eben über dieses Thema der Verbindung zwischen Narzissmus und auch Trauma, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich unterwegs bin, auch mit dieser Hochsensibilität verbunden, also das, was wir eben auch angesprochen haben, nochmal zu sprechen, weil das ist so ein wichtiges Thema. Und ein großes Thema. Ja. Du hast uns heute einen kleinen Einblick gegeben, dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Mir auch, riesengroß, und du siehst ja, ne, ich leuchte dann wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich dann im Moment bin, das ist ja meine Bühne wieder. Ja, vielen Dank dafür. Toll, dass du dabei warst. Und wenn du zuhörst und Fragen oder weitere Themenanregungen für uns hast, dann schreib uns an hallo@mutzurstimme.de. Wir freuen uns über weitere Ideen, auch zu denen wir weitere Podcasts machen können oder auch Gäste einladen. Genauso freuen wir uns über Wumms-Vorschläge, wenn du eine Person kennst, wie jetzt Britta, die Uli Mai mitgebracht hat, denen wir den Wumms der Woche verleihen sollen. Eine Person, die dich beeindruckt hat durch ihren Mut zur Stimme, dann schreib uns gerne. Ansonsten freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und auch gerne bewertest. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, hab Mumm, hab Wumms und Freude am Leben.